Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T. Und zwar heute mit einem Erfolgsgeheimnis. Mein Erfolgsgeheimnis. Was könnte das sein? Es ist nicht mein Erfolgsgeheimnis, sondern es ist das Erfolgsgeheimnis vieler Athleten. Amateurbereich, Profibereich, das ist völlig egal. Wenn man in einem Sport, egal welchen Sport, jetzt gehen wir mal bei uns hier spezifisch zum Kraftsport, die Athleten nebeneinander stellt, dann sehen die oft ähnlich aus, haben natürlich ähnliche Stärken, auch hier und da in Schwächen, aber im Allgemeinen sind sie ähnlich. Unterscheiden zwischen Sieg und Niederlage ist letztendlich nichts anderes wie das Gehirn. Und zwar gerade bei Wettkämpfen, auch bei ausdauerlastigen Wettkämpfen, bei allen anderen Wettkämpfen auch, ist dafür verantwortlich, über Sieg oder Niederlage, weil natürlich die Jungs liegen echt nah beieinander, ist, wie stark kann ich mich auf mein Vorhaben konzentrieren und inwieweit kann ich alles andere, was mich in diesem Vorhaben nicht weiterbringt, ausblenden. Und das ist das Geheimnis, zu fokussieren, sich auf den Punkt zu bringen, sein Vorhaben in den maximalen Fokus zu nehmen, alles andere, was mich nicht weiterbringt, was mich nur Energie kostet, auch gedankliche Energie, komplett auszublenden. Und deswegen ist wieder hier ganz klar, der ausschlaggebende Faktor, wie gut ich bin, welche Resultate ich erreiche, ist in der Tat mein Gehirn. Ihr selber wisst, wie das ist im Fitnessstudio. Ihr kommt ins Fitnessstudio und jetzt gibt es da Möglichkeiten, entweder ich liefere eine perfekte Trainingseinheit ab, was die Intensität anbetrifft, oder eben nicht. Es gibt nur die zwei. So zwischendrin gibt es relativ wenig. Und wie oft erlebt ihr, dass die Trainingseinheit, die ihr abliefert, überhaupt nicht befriedigend war? Ihr geht aus dem Fitnessstudio raus und sagt, naja, das war nichts. Und letztendlich war es nicht der Körper, der nicht funktioniert hat, sondern es war das Gehirn, das eben sein Vorhaben nicht richtig strukturiert hat. Das heißt, ihr hattet viel zu viele Gedanken im Kopf, die mit dem Training überhaupt nichts zu tun haben. Deswegen stellt euch mal vor, ihr seid im Studio und schafft es wirklich, euch komplett auszublenden. Das heißt, alles, was mit dem Training nichts zu tun hat, das bleibt außen vor. Versucht euch mal im Training so weit zu konzentrieren, dass ihr außenrum gar nicht mehr so viel mitkriegt, dass ihr euch mental komplett im Training befindet. Und ich garantiere euch, wenn ihr das schafft auf Dauer, ihr werdet es nicht immer schaffen, aber es wird mehr werden wie das, was ihr jetzt macht, dann werdet ihr auch den maximalen Erfolg haben. Das Gehirn hat eine Kapazität, die ist begrenzt. Und wenn man das Gehirn belastet mit Dingen, die eben zu diesem Vorhaben im Moment nicht dazugehören, dann kostet das Gehirn Energie. Und das heißt, ich kann mich nicht auf mein Vorhaben, auf die Wiederholung, auf den Satz, auf die Wiederholung bzw. auf die Übung konzentrieren. Ich lenke mich selber ab und genau das ist der limitierende Faktor in allen Sportarten. Man sollte lernen, sich in seinem Training zu fokussieren und zwar exakt auf das Vorhaben. Alles andere wird ausgeblendet, zumindest versucht auszublenden. Das kann man üben. Und ihr werdet sehen, wenn ihr es lang genug macht, auch zum Beispiel mit geschlossenen Augen zu trainieren, alles aus- und auszublenden, sämtliche Leute überhaupt mehr wahrzunehmen, dann habt ihr ein klasse, geniales Training und ihr habt natürlich auch noch eine mentale Entspannung, weil ihr nachher wieder frei seid für eure andere Arbeit, die ihr noch habt, für euer Berufsleben, für eure Freizeit, was auch immer. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema Erfolgsrezept, das ich nicht erfunden habe.